Herzlich willkommen zurück zu Schicksalsklinge HD. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir hatten hier einen kräftigen Kampf gegen jede Menge Skelette und Untote. Das war eine Mega-Horde. Und wir wollen mal schauen, hier sind wir am Anfang wieder. Da sind wir reingekommen. Da sind wir hier runter. Gab es hier auch noch einen Ausgang? Weiß gar nicht. Ich glaube, da ging es, glaube ich, einfach nur raus. Können wir uns entscheiden, wo wir rausgehen, ne? Da oder da sehr wahrscheinlich. Und hier war der Tulamide, den haben wir ziehen lassen. Dafür haben wir Mut bekommen und Körper greift. Was mir aber aufgefallen ist, die Lebensenergie. Die hat nur noch maximal 48. Wir standen aber auf 58, haben wohl keinen Schaden seitdem genommen. Er hat ja gesagt, er nimmt mir was Lebensenergie. Ich habe gedacht, wir tun einfach nur ein bisschen gerade verlieren. Also das war ein Tausch gewesen auf Lebensenergie, wie es aussieht. Ärgerlich ein bisschen. Ist die Frage, 10 Lebensenergie, Tausch gegen Körperkraft und Mut? Ich glaube, es ist trotzdem eine gute Wahl, oder? Weil die guten Eigenschaftswerte sind einfach viel wichtiger als 10 Punkte. Er hat ja immer noch 48, was ordentlich ist. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Weiß ich nicht. Und ihr könnt mal sagen, ob ich was total Krasses vergessen habe, irgendwas total Mist gebaut habe, weil es gab ja wirklich viele Möglichkeiten hier bei den Orks, was wir machen konnten und dergleichen. Hier gab es auch mehrere Möglichkeiten. Hätte ich was, wenn ich den Ork-Kampf mit Kämpfen geschafft hätte, irgendwas Tolles bekommen? Oder hier hätte ich diesen krassen Kampf gemacht, hätte ich was bekommen? Ich habe keine Ahnung. Naja gut, ich würde sagen, wir gehen mal hier runter und schauen, ob wir hier raus können oder ob es das war. Müssen wir in die Richtung. Nee, Blödsinn. Da lang. Wie, jetzt kommt hier noch ein Kampf. Die Orks scheinen hier einen zweiten Ausgang gefunden zu haben. Wollt ihr diesen Ort verlassen? Ja, das haben wir vor. Wir wollen nach Bodon. Geh mal auf Allmarsch. Wir wollen da schnell ankommen. Brendel hatte Hunger. Das ist in Ordnung. Nein, wir rasten nicht. Wir sind fast da. Lade Bodon. Das war eine krasse Nebenquest. Wir nehmen natürlich Choji nach vorne. Müssten uns eigentlich komplett regenerieren. Sind endlich aus diesem Dungeon raus. Ich bin so froh, wieder in dieser Welt zu sein hier. Oh. Gott. Nachladeruckler. Warum? SSD und alles. Nee, echt jetzt. Das ist strange. Um Essen und Nahrung dergleichen kümmern wir uns später. Obwohl, wir könnten eigentlich, weil sie echt super gekämpft hatte, mit Bogen könnten wir ihr mal ein paar Pfeile reinlegen und diese ganzen Tränke und dergleichen. Das heißt, wir werden einiges an Micromanagement gleich machen müssen. Ah, komm schon. Ruckel hier nicht rum. In manchen Städten klappt es so gut, in anderen nicht. Hermalia Ugdadottir. Haben uns um die Orke gekümmert. Von dem Tulamiden erzählen wir, glaube ich, nichts, oder? Bevor ihr noch an die Tür klopfen könnt, weil den haben wir ja ziehen lassen, ne? Öffnet sie Umbark von innen und bittet euch herein. Mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht bittet er euch wortlos weiter hinein zu seiner Mutter. Mit langsamen Schritten tretet ihr vor die Führerin des Bärhack-Clans, die euch mit einem breiten Grinsen empfängt. Ich würde ja für euch ein Fest im Bodon veranstalten, aber das ist nur unseren heimgekehrten Kriegern vorbehalten. Hallo, geht's noch? Erzählt mir, was ihr erlebt habt. Ich bin so aufgeregt. Endlich einmal wieder von einem echten Abenteuer zu hören. Das letzte ist schon Jahre her. Die alte Frau schaut euch begeistert an. Chojin startet die Erzählung mit eurer Reise nach Orkun, dem Banditen, dem Geist, den Widrigkeiten in der Krypta und dem Ork-Schaman. Hermalia lauscht mit purer Begeisterung und nickt an den passenden Stellen, ohne die Erzählung zu stören. Als Chojin die Geschichte beendet hat, wir erzählen nichts vom Tulamiden anscheinend, okay? Streckt die alte Frau ihre Arme zu beiden Seiten und erklärt dann in inspiriertem Ton. Es sieht so aus, als wärt
wäret ihr bis in Borons Hallen gereist und hättet euch dann den Weg zurück ins Leben erkämpft. Wohl wahr. Ich erkläre euch hiermit zu Alliierten des Berhag-Clans. Als ein Zeichen meiner Wertschätzung, nehmt bitte dieses Familienerbstück. Ihr habt euch mehr als würdig erwiesen, selbst als alle meine Leute versagt haben. Ihr verdient es viel mehr, es zu tragen, als wir. Uah, was ist das denn Schönes? Ja, magische Gegenstände hoffentlich. Oh, ein Berhag-Amulett. Das schauen wir uns gleich an. Uah, ich freue mich, ja. Mehr mächtige Gegenstände. Umbak bringt einen großen Kessel, einen Topf und stellt ihn auf den Tisch. Kommt, esst, fordert er euch auf, bevor er ein Fass Bier öffnet. Ihr setzt euch alle an den Tisch und labt euch an der hervorragenden Mahlzeit und dem selbstgebrauten Bier. Ein paar Stunden später verlasst ihr Himalaya und Umbak in Richtung Bodon. So, das gab 100 Abenteuerpunkte für alle. Okay, immerhin. Schön. Wie, was, wo haben wir denn da? Hellsicht. Odem Arcanum. Aha, schön. Einmal darüber. Einmal bitte, ja. Den erst darüber, dann den dahin. Und einmal bitte ein Analyse. Ein Geschenk von Matriarchin Hermalia des Berhag-Clans als Dank für eure Dienste und als Zeichen eurer Zugehörigkeit. Außerdem senkt es die Totenangst des Trägers. Oh, das ist schön. Müssen wir mal gucken. Silberner Halsschmuck. Totenangst minus 2 haben wir auch schon. Aber... Obwohl, du hast auch den Silberhelm, ne? Du bist Mr. Silver. Mrs. Silver. Schutz vor Zauber Ignifaxe. Das ist eigentlich das Beste. Den sollte eigentlich jeder haben, aber... Okay, rote Mondscheibe macht Mut höher. Und den Jezorn, den wir sowieso schon auf wie viel haben? 16. Durch die Klinge und so, ne? Lustig. Ihr habt alle ganz gute Amulette. Magieresistenz ist auch gut. Magieresistenz. Ja, also das ist, Rote ist natürlich das Beste. Weil es vor Ignifaxius schützt. Aber Magieresistenz wäre auch gut. Ja, Magieresistenz ist vielleicht fast schon besser. Also je nachdem, was für Gegner sind. Wenn die Ignifaxius machen, ist natürlich das besser. Naja, wir ziehen das einfach mal an, weil es so schick ist. Das schöne Berhag-Amulett. Dann gehen wir mal hin und schauen, was wir hier haben. Wir hätten gerne ein paar... Wieso gehen eigentlich nicht 100? Du hast 99 gestackt. 50, okay. Tun wir das da rein. Tun wir das da rein. Wie sieht's mit der Nahrung aus? Ein Paket. Schauen wir mal gerade bei allen. Du hast gar kein Paket mehr. So viel dazu. Nimm mal die 10 raus. Und eins darüber. Du hast auch eins. Du hast keins mehr. Okay, keins und eins. Eins. Du kriegst zwei. Du kriegst eins. So, und jetzt nur noch du, ne? Eins. Okay. Zwei Stück jeder, das ist in Ordnung. Und zwei wieder zurück. Damit haben wir einen ordentlichen Vorrat, das ist so in Ordnung. Jetzt lasst uns mal überlegen. Ja, Krötenhaut. Du hast eine schicke Krötenhaut und dir haben wir diesen mächtiges Captainhemd angezogen, was aber Attacke und Parade runter macht. Aber auch noch Kälteschutz bringt. Das bringt das nicht, ne? Doch, bringt auch. Zwei Rüstungsschutz mehr. Rüstungsschutz von 9, was echt ziemlich cool ist. Was brauchen wir noch?
Wasserschläuche, die müssen wir irgendwo gleich mal aufpumpen. Besteck habt ihr. Klangglockenblumenstrauß, das ist für irgendeine Quest gewesen. Die können alle hier rüber. Bitteschön. Das ist eigentlich recht gut agiert mit dem Fernkampf, aber wir müssen mal schauen. Vomikum. Ja, die ganzen Gifte, ne? Komm, tun wir die mal raus. Hier haben wir einen ganz leeren. Viel zu viel Kram. Eine Bronzeflasche. Keine Ahnung, für neue Tränke und dergleichen sehr wahrscheinlich. Körperkraft. Vielleicht brauchen wir irgendwann die ganzen Gifte und so. Wir sind aber so eigentlich ganz gut durchgekommen. Wunderkuren, so ist das natürlich cool. Ein bisschen Platz schaffen, ne? Moment mal. Ah ja, okay. Ich dachte, er hat einen Heiltrank. Wieso? Ein Ersatzrapier, das ist eigentlich Blödsinn. Den tun wir bei einem anderen Teil rein. Den genuten Streitkolben auch. Ja, Kugel weg. Den an, was haben wir hier? Verfluchter, hervorragender Kettenpanzerung. Konstitution minus 5, voll der Runz. Und wenn ich es entzaubere, war es eine normale geworden, war das Problem, ne? Dann bringt es sowieso nichts. So. Gut, Kriegsball behältst du. Zusätzlicher Degen, Blödsinn. Zu viele Schleifsteine, ne? 7 Anwendungen. 10. Weg damit. Deine Schiffsurkunde behältst du auch, damit du das beweisen kannst. Erikas Dolch, ja, ist mehr ein Erinnerungswert. Ja, nochmal die Frage, was ist mit dem Eisenschlüssel von Captain Perda? Brauche ich den irgendwo? Kann mir das jemand sagen? Habe ich da irgendwas vergessen? Beide Waffen nochmal schauen, sehr gut. Okay. Soweit, so gut würde ich sagen, ne? Habe ich ein Micromanagement gemacht. Sieht doch alles in Ordnung aus. Der Silberstreitkolben. Speichern wir mal, damit ich das bloß nicht nochmal machen muss. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Wir wollen ja eigentlich zu Hegeliks Ruine. Hier haben wir noch Nebenquests auf. 2, 3, 4, 5 Nebenquests noch. Ich weiß auch nicht, ob ich alle gefunden habe. Machen wir uns auf zu Hegeliks Ruine. Wir hatten ja auch... Laut den Kartenstücken müsste der Weg zu Grimring zwischen Filmheim und Fexberg beginnen. Genau da wollen wir hin. Aber bevor wir auf die Weltkarte gehen, würde ich sagen, rasten wir hier mal in einer richtigen Taverne da hinten. Aber das ist kein Gasthaus. Das ist nur eine Taverne. Vielleicht können wir da aber auch trotzdem schlafen. Waren wir doch schon. Hallihallöchen. Nö, können wir nicht. Ihr betretet die Taverne. Der Wirt schaut euch fragend an.
Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? Das Lob. Während ihr einen... Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel... Aber... Na, es ist immer noch nicht besonders viel was Lob. Essen. In der letzten... Ihr bestellt... Dankeschön. Der Wirt etwa eine... Tja, ich weiß eine ganze... Es ist... Und... Dann einmal da raus. Hoppala. Hak, hak, hak. Ruckel. Warum auch immer. So, einmal nach hinten. Ferjaria ist vorne. Da wir hier nicht rasten können, machen wir das im nächsten Örtchen. Müssen wir nicht einfach hier rüber? Ah, ne. Da. So, von Wilmheim nach Fexker. Diese Straße müssen wir entlang und dann geht es hier irgendwo rein. Und wir kommen zu Grimring. Von da müssen wir dann, wie wir wissen schon, hier hinten irgendwo rüber und werden das Spiel beenden. Na gut, wir machen natürlich dann noch die Nebenquests, aber dann sind wir schon nicht mehr auf Zeitdruck. Das ist, glaube ich, ganz gut. Eine lange Rast. Ja, wir machen's. Du hast eigentlich recht. Und wir suchen nicht Kräuter. Vorräte auffüllen. Sie findet Wasser, das ist schon mal gut. Alle haben wieder Wasser drin. Und wir haben viel zu viele Proviantpakete. Das macht aber nichts. Wir gehen einfach hin und lagern die um. Dafür haben wir die ja schließlich. Praktisch so Esel. Kräuter suchen? Nö. Oh, wir haben wirklich... Ja, das ist natürlich blöd. Ja, dann machen wir nur eine kurze Rast. Reisen weiter und tun dann richtig da hinten schlafen. Kein Markt heute. Tobol Kjaxon. Erika Ankerts dort hier. Die können wir eigentlich nochmal besuchen. Da habe ich dann noch ihren Dolch von, oder? Da hinten. Herberge Glockenspiel. Da können wir mal hin. Nichts rührt sich, als ihr klopft. Okay, die ist nicht da. Kann ich die mal was hier kleiner machen? Ein bisschen bessere Übersicht. So, wir hätten gerne ein Zimmer. Und zwar eine richtig gute Suite. Da würden wir dann doch gerne aufs Zimmer gehen. Und als erstes heilen wir dich richtig schön hoch. Du darfst dich komplett regenerieren. Selbe Spielchen machen wir mit dir. Und wir müssen uns... Zwei gleichzeitig geht nicht. Das wird auch nicht gehen, ne? Doch, das geht, okay. Dann schlaf mal 10 Stunden durch. Sehr schön. Ihr dürft alle nochmal was Tolles essen. Sogar einen leckeren Wein gab es dazu. Und wir verlassen die Gefilde. Auf Richtung Fexker. Dum, dum. Dum, 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 dum.
Am Wegesrand erkennt ihr eine alte Feuerstelle. Es scheint ein idealer Rastplatz. Ja, okay. Rasten wir da. Wir hätten sowieso gleich gerastet. Vorräte müssen wir eigentlich nicht auffallen. Aber du kannst mal nach Kräutern suchen. 2 Stunden. Schön. Ein paar nette Sachen gefunden. Bitte mal alle verstauen. Und ihr dürft 10 Stunden schlafen. Ja, okay. Kräuter suchen. Achso, sollte ich jedes Mal ihr die reintun in die Hand? Muss ich, glaube ich, nicht, ne? Wie war das? Pflanzenkunde 11. Pflanzenkunde 11. Kräutersuche plus 3. Kann sein, dass wir drinnen haben müssen. Ich weiß es nicht. Puh. Hat nicht genug Platz im Inventar. Das ist ein Problem natürlich, ne? Oh ne, warte. Silas Tira geht nicht. Du, ja, nimm die ruhig mal. Aber selbst dann sind es auch nur 5 Plätze. Und manchmal findet man viel mehr. Seeleninstrument, das kannst du nicht weggeben. Also theoretisch schon, aber das wäre, glaube ich, nicht gut. So. Tu mal das gute Schwert weg. Und ich darf nicht vergessen, die Klinge dann wieder auszutauschen. Auf in den Kampf. Ein Zufallskampf. Alampen. Aber betrunkene Räuber sollten nicht das Problem sein, oder? Hoffentlich, sonst drücken wir da schnell mal wieder drauf. Ja, so kämpfen wir nämlich eigentlich auf Stufe 6, ne? Nicht wie in dem Dungeon. Trinkhörner, Weinflaschen, Bier. Okay, Bier schnappt sich Odin. Genießerwein, Nahema und Ferjaria. Und Schnaps? Das ist was für ein Brendel, ne? Ja, die restlichen Sachen können da liegen bleiben. Blut? Nö. Dann reiß mal weiter. Wie, es gibt jetzt Wundbrand oder sowas. Das sollte aber bei so Gegnern, glaube ich, nicht unbedingt passieren. Am Wegesrand erkennt ihr einige umgestürzt. Oh, gut, warum denn nicht? Wieso bist du überhaupt nicht vorne? Ach so, ich muss ja jedes Mal die wieder anziehen. Zack. Aber es geht ja schnell. 2 Stunden, bitte. Na, immerhin. Du darfst den leckeren Wein trinken. Ja, das schmeckt ja super. Du darfst ein Bier trinken. Ja, los. Du kriegst das Schnäpschen. Ronda trinkt gar nichts.
Aber Nahema gönnt sich auch ein Weinchen. Und jetzt dürft ihr alle schlafen. Aber nur 8 Stunden. Nein, wir haben gerade 8 Stunden geschlafen. Na, erkennt denn keiner da einen? Plötzlich bleibt einer der Gruppe stehen und deutet aufgeregt auf die andere Seite des Bodiers. Hey, wartet, schaut mal, der Baum da drüben. Das könnte doch... Zeig mal die Karte. Ihr kramt die Kartenstücke heraus, die ihr in den letzten Monaten mühevoll zusammengetragen habt. Du meinst, wir haben alle Kartenteile. Das ist die Dracheneiche? Ihr starrt alle zum anderen Ufer hinüber. Tatsächlich, wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass das Geäst der mächtigen Eiche an einigen Stellen schwarz verbrannt ist. Sicher hat dort früher ein Baumdrache gehaust. Vielleicht ist die Eiche noch heute seine Behausung. Dann muss es hier irgendwo eine Furt geben, meint euer Anführer und deutet auf die Karte. Wollt ihr das Ufer absuchen und den Fluss zu überqueren, aber natürlich... Seit einer Stunde klappert ihr nun schon das Ufer ab, doch ihr findet keine geeignete Stelle, um über den Bodia zu kommen. Wollt ihr... Aufgeben? Nee. Eine Zeit lang suchen noch. Hier könnte es sein, ruft euer Kamerad aufgeregt. Ihr sammelt euch an der Stelle, die dieser gerade untersucht. Es ist zwar ein bisschen tief, aber dennoch kann man den Bodia dort zu Fuß überqueren. Also los, meint euer Anführer und steigt ins Wasser. Ihr macht euch auf den Weg zum anderen Ufer. Endlich seid ihr alle am anderen Ufer angelangt. Wollt ihr... den Baum genau untersuchen, aber natürlich... Ganz sicher hat in der Eiche früher ein Baumdrache gehaust. Aber das muss schon lange her sein, denn die verbrannten Äste sind inzwischen mit Moos überwachsen. Einer der Gruppe klettert ein Stück hinauf, um sich Überblick zu verschaffen und entdeckt einen Pfad durch das Dickicht. Wollt ihr... komfortabler Weg... Schauen wir mal nach einem komfortablen Weg. Ihr sucht das Ufergebüsch eine Weile ab, ohne einen brauchbaren Weg zu entdecken. Wollt ihr... Ja gut, dann schlagen wir uns mal durch. Okay, dadurch sind wir langsamer. Aber wir kommen voran trotzdem. Ja, machen wir eine Rast. Warum nicht? Können wir ruhig nochmal eine Kräutersuche machen. 2 Stunden. Ein Ilmenblatt. Na schön, immerhin. So. Und einmal bitte schlafen. 8 Stunden klingt gut. Entschuldigung, meine Nase ist irgendwie zündet und zu. Und das schon seit Tagen. So, letzte Getränk verbraucht, das ist natürlich ein Problem. Wir sollten unbedingt... Flussaufwärts kommt man am Ufer gut voran. Gleich mal ein bisschen... Es dauert nicht lange, da kommt trinken. Ihr an einem eigenartigen Haufen aus Erde und Steinen vorbei. Wollt ihr... Den schauen wir uns genauer an, natürlich. Ihr entdeckt ein verrottetes Schilfgeflecht, das wohl ein halbes Wagenrad darstellen soll. Daneben liegt ein Stein, auf dem irgendetwas eingeritzt worden ist. Der Schriftzug ist nicht vollständig erhalten. Die ersten 3 Buchstaben sind vollkommen verwittert. Doch der abschließende Schriftzug, Gar, ist noch deutlich zu erkennen. Wollt ihr...
Ein wenig buddeln, ist das sinnvoll? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Boronrad flechten und dort niederlegen wird wahrscheinlich für die Götter gut sein. Wir buddeln mal und suchen, was wir finden. Sicher, in dieser menschenverlassenen Gegend wird euch niemand dafür belangen können. Wo kein Kläger, aber halt. Das ist ein Frevel wider die Zwölfe. Eine Abscheulichkeit, die Boron nicht ungestraft hinnehmen wird. Und ihr wollt schließlich als Helden in die Geschichte eingehen und nicht als Grabschänder. Da hast du recht. Ich vermute nicht, dass wir wieder 10 plus kriegen, oder? Aus Reue ein Boronrad flechten und hoffen, dass euch der Gott des Schlafes und des Todes noch einmal vergibt. Ihr sammelt ein paar junge Zweige und etwas Schilf, um ein Boronrad zu flechten. Nachdem ihr am Grab eine kurze, stille Andacht gehalten habt, fühlt ihr euch besser. Boron wird euch nach eurem Tod in seine Arme nehmen und euch die Niederhöllen ersparen. Da seid ihr euch ganz gewiss. Ihr geht weiter. Das ist so eine Sache, ne? Also so Sachen, man müsste das immer aufhaben, aber besser fände ich, wenn die irgendwie so aufpoppen. Mut plus 1, Lebenspunkte minus 10 bekommen. So, das hätte das total aufgewertete Spiel, besonders für andere, also einsteigerfreundlicher. Für die größere Masse, auf jeden Fall. Etwa 999 oder 1000 Schritt weiter, so genau habt ihr nicht gezählt, wird das Flüsschen so seich, dass man bis auf den Grund sehen kann. Das Wasser ist kaum mehr als knöcheltief. Wollt ihr? Ja, das überqueren wir da. Knöcheltief sollte doch kein Problem sein. Auch auf dieser Seite ist das Ufer fest. Nachdem ihr etwa 1,5 Stunden lang gewandert seid, geht es geradeaus nicht mehr weiter. Denn dort steigt das Ufer steil an und ist stark zerklüftet. Links von euch führt aber ein Pfad ins Gebirge. Der Pfad schlängelt sich durch die Berge. Bald geht es durch einen Hohlweg, dann auf einen Pass. Nachdem ihr den Kamm des Berges hinter euch gelassen habt, entdeckt ihr auf halber Höhe des Nachbarfelsens eine mächtige Ruine. Das muss es sein, ruft. Und just als er dies sagt, ruft aus dem Wald ein Kauz. Es fröstelt euch. Nach einem Weg braucht ihr gar nicht lange zu suchen, denn der Pfad hält geradewegs auf die Ruine zu. Etwa eine Stunde später steht ihr vor ein paar eingefallenen Mauern. Aber insgesamt ist die Burg noch erstaunlich gut in Schuss. Wir wollen es natürlich untersuchen. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass wir kaum noch Getränke hatten. Ich hoffe, wir haben noch Ersatz bei uns. So, dann lass uns doch mal gerade schauen. Vielleicht sollten wir das in dem Menü machen. Da haben wir schon mal keine drin. Getränke nicht, aber Essen haben wir jede Menge. Was wir aber nicht unbedingt brauchen. Geben wir jedem noch eins. Schade, hätte ich eine Rast vorher nochmal da gehabt, dann hätte ich natürlich nach Getränken, also nach Nahrung gesucht. Dann wären die ganzen Flaschen nochmal voll. Ich hoffe, dass das trotzdem hier geht. Und dass sie sich das dann ein bisschen teilen. Ja, die haben alle nur noch eine Ration da drin, ne? Naja, wenn sie Durst kriegen, müssen wir mal schauen. Ah,
Hier ist noch ein Wasserschlauch. Der hat aber keine Ration. Hm. Das ist schlecht. Okay. Legen wir los. Ihr zwei dürft nach vorne. Wir machen hier nochmal einen Break. Bis demnächst. Euer Chojin.